zum nächsten Teil kommen, einfach bitte mal klatschen. Haben wir hier Menschen aus Bayern, die zugucken? Wollen Sie vielleicht kurz draußen warten? Meine allererste Begegnung mit Bayern war auch nicht so toll. Also ich habe tatsächlich mal Flugangst gehabt. Ich bin 10 Stunden geflogen nach Punta Cana, Cuba. Und hinter mir saß ein bayerisches Braunbärweibchen mit Jungen. Das habe ich wirklich nur gemerkt, weil die hatte riesige Hände, aber so ganz fein angemalte Fingernägel mit Einhörnern drauf. Und die hatte augenscheinlich alle 15 Minuten irgendeinen Termin im Flugzeug, weil die ist total oft aufgestanden. Was sie gemacht hat, sie hat sich immer an meinem Sitz festgehalten und sich so nach vorne gezogen. Und ich hatte einen Flugangst und sitze da und ich dachte, Alter, die schießt mich jedes Mal das Cockpit von mir aus. Schwiegermutter dann vorkommen. Also noch können Sie kurz raus. Das dauert ja 5-6 Minuten. Das ist alles wieder gut. Dann reden wir wieder über Scham. Die Geschichte heißt auch mein süddeutsches Feuer. Im Backstage werfen mir Kollegen mit Migrationshintergrund schon mal vor, ich wisse ja gar nicht, wie das so ist, als Fremder unter lauter Deutschen. Ich widerspreche dann immer ganz vehement und sage, boah, Bruder, ich weiß genau, was du durchmachst. Meine Frau ist aus Bayern, Digga. Gerda, er schroff betretene Schweigen gepaart mit mitleidigem Nicken. Wenn du als Deutscher nach Bayern kommst und die Landessprache nicht sprichst, bist du dort automatisch ein Preis. Das klingt zwar nett, bedeutet aber nichts Gutes. Denn völlig egal, wie du aussiehst, das muss man den Bayern zugute halten, sie diskriminieren fairerweise jeden Preisen gleich. Da ich als unterkühlter Norddeutscher den süddeutschen Feuer meiner Frau erliegen bin und quasi zum Bayernpreis wurde, muss ich natürlich auch den Stamm meiner Frau besuchen und den eingebogenen Bajuwaren meiner Auffahrt machen. Für meine erste Reise in das ferne, vierte Weltland Bayern hatte ich mich akribisch vorbereitet. Ich hatte mich impfen lassen, Geld gewechselt. Auch die eine oder andere sprachliche Floskel hatte ich auswendig gelernt, um mich zumindest rudimentär mit den Ureinwohnern vor Ort verständigen zu können. Ich fühle mich bereit für meinen ersten Besuch in das gelobte Land, wo Geld die Tore schießt und die Mittagreisgetränken zu guten Ton gehört. Was ich allerdings erleben sollte, stellte meine kühnsten Träume in den Schatten. In Hamburg schaut man dich nicht mal komisch an, wenn du kein Schweinefleisch isst oder kein Alkohol trinkst. Ich allerdings wurde in Bayern am ersten Tag meines Besuches fast mit Fackeln und Mistgaben aus dem örtlichen Biergarten gejagt, als ich versuchte, dort einen Rotwein zu bestellen. In Hamburg schaut man dich komisch an, wenn du mit der Begrüßung Moin, Guten Moin antwortest. In Bayern schaut man dich misstrauisch an, wenn du um 12 Uhr mittags noch keine 2 Maß Bier Infos hast. Oder die Eingeborenen auf den feinen Unterschied der Worte als und wie in Bayern. Wenn ich in Hamburg mehrere Kinder sehen würde, die sich in engen Lederklamotten tragen, kollektiv im Takt einer akuten Blasmusik den Hintern versohlen, würde ich das Jugendamt rufen. In Bayern hingegen ist dieses 50 Shades auf Arschgeklatsche scheinbar für nichts. Es gibt vieles, was ich nicht verstehe, aber die größte Herausforderung ist die Sprache meiner Schwiegermutter. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber es kommt mir so vor, wenn die spricht, dass sie die Worte immer erst vom Boden aufheben muss. Und ich so, und dann haben wir das Immer wenn ich sie höre, stelle ich mir irgendwann mal die Geschichte des chinesischen Studenten Xining vor. Xining kam aus einer armen Familie in der Provinz Xining. Seine Eltern arbeiteten in den örtlichen Edelwerken. Und das bisschen Geld, das sie verdienten, reichte kaum zum Leben. Aber als Xining 8 Jahre alt war, hatten ihm deutsche Touristen von einem fernen Land namens Deutschland erzählt, in dem Bier und Würste in Strömen flossen und in dem Menschen so exotische Dinge aßen wie Käse, Lachskaus und Schweinskopfsülze. Seit dieser Zeit hatte Xining einen Traum. Er wollte irgendwann einmal in dieses exotische Land reisen und dort sein Glück versuchen. Er wollte der Erste sein in seiner Familie, der das Land seiner Ahnen verlässt und es in einem fremden Land voller Langnasen ganz allein schafft, sich mit Fleiß und Ehrgeiz etwas aufzubauen und zu Reichtum und Wohlstand zu gelangen und seine Eltern und Ahnen mit Stolz zu erfüllen.
mit der Kargo-Boot kaum über die Runden kamen, ermöglichten sie es Xi, tatsächlich eine Schule in der nahegelegenen Stadt zu besuchen. Xi schlief während seiner Schulzeit auf dem harten Boden und half anschließend bis auf 2-3 Stunden Schlaf am Tag seiner Tante in der Suppenküche. Es waren arbeitsreiche Jahre, aber Xi hatte einen Traum. Er studierte mehrere Jahre Maschinenbau und lernte nebenbei fleißig perfekt Deutsch. Sein Studium schloss er als Bester der Universität. Seine Eltern und die ganze Familie waren sehr stolz auf Xi. Sie hatten in den letzten Jahren alles zusammen das Geld angespart und übergaben es ihm, dass er sie stolz machen sollte. Mit Mut im Herzen und dem Kopf voller Ideen kaufte er sich ein Flugticket nach Deutschland. Jetzt würde er in Deutschland sein Glück versuchen. Nach einem 36-stündigen Flug landete Xi endlich in München. Voller Freude stieg er aus dem Flugzeug, er tanzte mit seinem Gepäck durch den Zoll und atmete die Luft seiner neuen Heimat, er verließ den Flughafen, um ein Hotel für die Nacht zu suchen. Er wandte sich an einen Rätselverkäufer vor dem Flughafen. Guter Mann, wo finde ich ein bezahlbares Hotel für ein paar Nächte? Es muss nichts Besonderes sein. Der Brötchenverkäufer lächelte. Oh, hier ist immer, woher soll ich das wissen? Xi erschrak. Er wendete sich ab und sprach eine junge Frau an, die eilig in Richtung des Flughafens lief. Xi, werte Dame, entschuldigen Sie die Störung, aber ich suche. Die Dame würdigte Xi keines Blickes und fühlte ihn an. Jo, Mann, ich muss die Süden noch hoch, ich hab keine Zeit mehr, das ist nur blind noch. Xi schaute sich fassungslos um. Er lauschte dem Gespräch um sich herum, aber er konnte kein einziges Wort verstehen. Fassungslos holte er einen großen Kugelschreiber aus dem Rucksack und beging noch vor dem Münchner Flughafen zu Rohrgut.